Na schön, dein Frühstück ist fast fertig. Du brauchst heute viel Energie für den Gerichtssaal, falls du schreien musst. Ich mache Fehler, Sie machen Fehler. Das verdammte System ist ein einziger Fehler. Das mache ich nicht. Ich glaube, ich gewinne. Ich bin ein großer Fan des Systems. Wie auch immer, es schadet nicht, wenn jemand mit Erfahrung einen Blick auf die Polizeiarbeit wirft. Schlampig. Schlampig, schlampig. Okay, ich weiß, du siehst dich gern als so eine Art Detektiv, also... Weißt du, ich war schon als Junge ein ziemlicher Amateurschnüffler. Sie nannten mich Cameron Holmes, hin und wieder auch Sherlock Tucker. Im Moment brauche ich unbedingt ein paar Minuten Ruhe, sodass ich... Ich würde sagen, mein härtester Fall war die Sache mit dem verschwundenen Schneemann. Also zuerst dachte ich, er wäre zum Leben erwacht. Wie sich dann herausstellt... Oh, mein Prozess. Heute ist der vierte Tag der Zeugenbefragung durch die Staatsanwaltschaft. Oh mein Gott. Bist du das? Ich sehe aus wie ein Elf, der sich über seine eigene Überraschungsparty wundert. Nein, den Kürbis, der in der Mikrowelle geplatzt ist. Das ist mein erster großer Prozess. Die große Chance, mir einen Namen zu machen. Und alles, worüber die Leute reden werden, ist dieses grauenvolle Bild. Das ist eine Katastrophe. Es gibt eine Bar in der Innenstadt, wo alle Anwälte was trinken gehen. Sie heißt The Sidebar. Da werden Gerichtssaalzeichnungen von allen großen ersten Prozessen an die Wand gehängt. Vielleicht hat's niemand gesehen. Muss nichts Schlimmes sein. Ist vielleicht nur eine Vermisstenmeldung. Okay. Muss das sein? Hör zu, wir müssen dafür sorgen, dass der Zeichner die bestmögliche Version von dir sieht. Wir wienern diese kleinen Äpfelchen hier. Okay, okay, hör auf damit, ist gut. Dein Gesicht sieht komisch aus, wenn du so einen runden Mund machst. Vermeide das. Ist das dein Ernst? Der Angeklagte leitet die Orange County Oceanic and Ornithological Organization. Nicht schön mit anzusehen. Erheben Sie sich. Das letzte Finish. Setzen Sie sich. Mr. Pritchett, fahren Sie fort mit der Zeugenbefragung. Mitchell, er ist hier. Zeig dich nur von deiner besten Seite. Vermeide Neonlicht und soweit es geht, O's. Und stell dich auf gar keinen Fall neben den Gerichtsdiener. Er ist atemberaubend. Oh mein Gott. Herr Anwalt? Verzeihung, euer Ehren. Miss Carpenter. Wollt schon sein. Können Sie sich erinnern, diesen Mann in der fraglichen Nacht gesehen zu haben? Ja, Sir. Und ist er nach Ihrem Kenntnisstand CEO der Orange County Oceanic and Ornithological Organization? Sie nuscheln, Herr Anwalt. Oh. Wiederholen Sie das bitte. Leitet er den Vogel- und Wasserbereich? Das tut er. Und ist er heute hier bei dieser... Wie ich bereits sagte... Noch ein Stück weiter. Ist er heute hier bei dieser... Ist er heute hier bei dieser Verhandlung? Da sitzt er. Ich gebe zu Protokoll, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass die Zeugin den Angeklagten identifiziert hat.